Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banisher Ghost of Nuiden. Wo wir letztes Mal aufgehört haben mit Pennington sein Haus. Jetzt haben wir Pennington sein Haus. Winx ihr Haus hier. Das war das, was wir hier leben. Was haben wir denn hier? Spannung des Governors geschlossen. Geweg zum Gemeinde, bla bla bla, geschlossen. Nach so Unruhe, dann bleibt zu Hause, keine Unruhe. Keine Aufruhe. Entschuldigung. So. Da kommen wir nicht hoch. Die Wurzeln lassen ein bisschen auf. Das heißt, dass da wir dürfen alles anklotzen. Natürlich. Da. Dann gucken wir uns mal das nächste Haus an. Wie das jetzt gehört. Stirb, du Drecksau! So, wen sein Hütte ist das? Hallo. Tag. Wen haben wir denn hier? Mein liebes Mädchen, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich von euch gehört habe. Hoffentlich geht es euch gut. Die alte Welt hat sich verändert. Der alte Evertoten hat vor 2 Tagen es zeitig gesehen. Ich bin einfach friedlicher Tod im Schlaf. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ihn erinnert, aber als Kinder habt ihr immer seine Hühner gefüttert. Das fand ihr wunderbar. Die Beerdigung ist in ein paar Tagen, aber ich glaube leider, dass viele Leute kommen werden. Ihr wisst ja, wie einsam er war. Jetzt aber zu etwas Erfreulichen. Euer Cousin wird sich bald mit Mary verloben. Es ist so reizendes Mädchen. Vielleicht ziehen sie nach York. Denn Mary will ihr eigenes Geschäft eröffnen. Euer Cousin wird in der Stadt sicher mehr Arbeit finden. Wie schön wäre es, wenn ihr zur Hochzeit hier wärt. Vielleicht kommt ihr ja bald zurück. Lasst von euch hören. Euer Vater ist besorgt. Die Newsmith-Schwestern. Okay. Mal hier. Du weißt, Worte nicht meine Stärke sind, aber ich möchte dir sagen und ich werde es einfach aufschreiben. Seit der Hinrichtung von Deborah Comeius hast du dich verändert. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht und ich werde dich nach einem Grund dafür fragen, wenn du wirst. Ich will nicht sagen, aber du musst dich zusammenreißen. Sei stark, sonst wirst du diese Welt nicht überleben. Ich weiß, dass sich unsere Beziehung verändert hat und ich meine Gefühle nicht rausdrücken kann. Du bist meine kleine Schwester und du bedeutest mir viel. Ich werde alles tun, damit wir uns nicht auseinanderleben. Ich möchte dir helfen, Kate, also lass mich das tun. Mein liebster Catherine, es freut mich, dass deine Schwester dir das Schießen beibringt. Sicher kann sie manchmal etwas grob sein, aber gib dir eine Chance. Du weißt ja, dass unser stur Sixing nicht die einfachste ist, dass sie sich auch kaum ändern wird. Durch die Krankheit deiner Mutter hat sich deine Schwester sehr verändert. Sie hat in allen Jahren viel gelitten. Du warst nur ein Kind. Erinnere dich an dem, wir wollten dich beschützen, aber deine Schwester hat sich trotz ihres jungen Alters um dich die Farm kümmert, während ich für deine Mutter sorgte. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte anders gehandelt. Ich wüsste, dass sie zur Schule gehen wollte. Ich hätte ihr das nicht verwehren sollen. Stattdessen bat sie, ich sehe zu bleiben, um mir zu helfen. Also tu es für mich, ja. Unsere Beziehung war schon immer kompliziert. Ich möchte, dass es zwischen euch anders ist. Bitte komm mit deiner Schwester aus. Sie hat viel Leid durchgemacht, aber wenn sie dich darüber spricht, sie hat ein dickes Fell. Aber vielleicht lässt sie dich eines Tages in ihr Herz. Sehr lange gedauert. Meine liebe Catherine, wir mussten letzten Monat 3 Ziegen verkaufen. Der Winter war hart für unsere Ernte. Sie fiel nur karg aus. Wir hatten nicht genug Geld für den Kauf von Lebensmitteln. Während des Winters, deine Mutter ist traurig. Du weißt doch, wie viel ihre Ziegen bedeutet haben. Wir hatten sie schließlich 10 Jahre lang, so ihren Geburt, aber sie kämpften immer mehr miteinander und gaben immer weniger Milch. Der Mann, der sie uns abkaufte hat, wird sie wohl schlachten. Deine Mutter habe ich noch nichts verraten, aber ich werde versuchen, dieses Sommer eine Ziege zu kaufen, wenn wir uns leisten können. Vielleicht wird sie es aufhalten. Jetzt ein ganz anderes Thema. Dein Cousin hat eine junge Frau namens Mary kennengelernt. Sie ist Näherin und bei ihrer alten Tante Wobbly eingezogen, um ihre Gesellschaft zu leisten, unter den Arm zu greifen. Sie ist charmant, sie passen gut zusammen. Wir hoffen auf eine bald Verlobung. Wann werden ihr wohl die Einladung zur Hochzeit bekommen? Deine Schwester wird sicherlich nie heiraten, das haben wir oft von ihr gehört. Aber du hast alle Qualitäten, die eine gute Ehefrau ausmachen. Gibt es in der neuen Welt keinen passenden jungen Mann für dich? Denk darüber nach, du bist auch nicht mehr die Jüngste und wir werden jeden Tag älter, dein lieben Vater. Das ist die Hütte, Alter, der Newsmith. Entweder kommt jetzt gleich die Fixkin raus und knallt mich mit ihrer Flinte ab. Oder nicht. Wird man sehen. Nein, nicht. Okay, die Hütte haben wir uns angeguckt. Wir müssen da drunter durch. Ein paar Häuser sind es wahrscheinlich noch. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit dem nächsten Schiff an einen warmen und sicheren Ort aufmachen, wo sich keine Geister herumtreiben. So einen Ort gibt es nicht. Aber die Idee gefällt mir.
Ah, es gibt überall Geister. Das Ritual der einfachen Wiedergeburt. So etwas habe ich noch nie durchgeführt. Ich auch nicht. Aber wenn du es tust, könnte alles wieder so sein wie zuvor. Und doch wird nichts wieder je so sein wie zuvor. Komisch, wieder hier zu sein. Ja, mal ausruhen. Es ist merkwürdig, wieder hier zu sein. Es ist merkwürdig, in der Nähe des Ortes zu schlafen, wo du gestorben bist. Und doch solltest du schlafen. Du hast es nötig. Du kannst nicht zweimal im selben Fluss baden. Es ist nicht mehr derselbe Fluss und du bist nicht mehr derselbe Mensch. Und doch wird nichts wieder hier wie zuvor sein. Was mir allerdings mehr Sorgen macht, ist das Ritual, mit dem ich dich zurückbringen soll. Mit so etwas habe ich keine Erfahrung. Ich ebenso wenig. Wir müssen wohl einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert. Und dass du zurückkommst. Ich hoffe es. Was verschweigst du mir? Seit wir wieder in New Eden sind, bedrückt dich doch etwas. In jener Nacht, in diesem Raum, da mahnte ich dich zur Vorsicht. Ich hatte Angst, du würdest überstürzt handeln. Ich warnte dich. Es war zwecklos. Ich dachte, du wärst ohne mich zum Gemeindezentrum aufgebrochen. Ich bin gestorben, um dich zu retten. Ist dein Geist deswegen zurückgekehrt? Bist du deswegen geblieben? Ja, ich bin geblieben, weil ich wütend war. Wütend auf dich. Ich glaube, dessen bin ich mir schon eine Weile bewusst. Die Wut ist noch da. Ein Teil von mir verachtet dich noch immer. Wegen der Schmerzen und der Angst, der Qualen meines Todes. Dafür verachte ich dich. Anthea, es tut mir aufrichtig leid. Ich weiß. Aber bald schon werde ich zurück sein. Dann baden wir beide in diesem neuen Fluss. Gemeinsam. Warte, das Spiel, ich gesagt, ich kann jetzt nicht mehr weiterentwickeln oder sonst was? Also ich ist da geblieben vor Wut. Es ist Zeit. Was, wenn wir... Was, wenn ich erneut versage? Eine falsche Entscheidung fordert einen hohen Preis. Was auch passiert, wir werden uns dem stellen. In guten wie in schlechten Zeiten. Oh, Scheiße. Mit hundertprozentig lauter Viecher, die auf. Und es geht los. Achtung! Ein Femener greift Besitz. Oh, ein Dicker. Schäme, er macht sich an die Leiche ran. Was, du? Lass sein. Ich brauche dich gar nicht in der Leiche. Ich glaube, der kann uns nicht sonderlich leiden.
Naja, stinke ich jetzt. Oh shit. Irgendwas. Aha, Wurzel. Right. Hallo, verdorbenes Unkraut. Einmal hier. Und einmal da. Alright. Back. New Eden leidet. Wir leiden. Meine Freunde, ich habe erschreckende Neuigkeiten. Unter uns wandelt eine Hexe. Ist es nicht so, Deborah Comenius? Legt sie in Ketten. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Ich bin keine Hexe! So hat also alles begonnen. Ja. Mit ganz gewöhnlichem Bösen aus den Herzen furchtsamer Menschen. Hier mir erklärt den Tod von Rebecca Haskell im Alter von 24 im Kinderbett. Möge Gott ihre Seele gnädig sein. Der Tote wurde ordnungsgemäß beim Gericht der... meine lieber Charles, nach unserem Gespräch mit deinem Leidenschaftspilotär habe ich Kollegen im Stadtrat von deinem Antrag... Lass also bitte Verbannerfreunde noch Juiden bitten, um uns mit der Auf... Übungsflug zu helfen. Seid ihr bewusst, dass die kleine Einladung an sich unserer Gesellschaft anschließend, sobald der Flug aufgehoben ist, werden wir unsere Kinder zurückkehren. Da müssen wir ein moralisch und gläubiges Verbanner werden für den Dienst bezahlen und dann sollten sie gehen. Mir ist schmerzlich bewusst, dass wir hier eine Uhr mit einem Hammer reparieren. Allerdings habe ich keine Wahl. Sowohl deine als auch meine mangelhaften Fähigkeiten haben uns wohl im Mannstich gelassen. Ich nehme dich beim Wort, sowohl ich Bedenken gegen die gewalttätig und fehlende Bildung deiner Freunde. Wir leben in einer gefährlichen Zeit und müssen Feuer mit Feuer bekämpfen, sonst werden hier alle verbrennen. Der Haskell, Alter. Das ist das Buch. Also ist ein Haskell sein Haus? Ja, der hat eine Badewanne. Das kann ja nicht sein Haus sein. Das müsste Debbie sein Zimmer sein, ne? Was ist eine Hexe? Eine Hexe ist eine Wächterin. Sie beobachtet die Interaktion zwischen den Unsichtbaren und den Leibhaftigen. Sie könnte sich mit Kräutern salben aus und ist darauf spezialisiert, die Wechselbeziehung zwischen Menschen, Lebenden und Toten zu regulieren. Ein Dämon übt Kontrolle aus einer Hexe verzaubert. Eine Hexe kann ein Lebewesen und eine Pflanze opfern, um deren Essenz zu extrahieren. Die verwenden sie in Ritualen zur Verzauberung von Gegenständen oder Orten sowie zum Brauen von Tränken. Aber ein Opfer ist nur dann nötig, wenn es nützlich ist, denn es ist keine unbedeutende Handlung. Dämonologen opfern einfach so, weil sie Macht dazu haben und keinen besonderen Grund brauchen. Eine Hexe muss ihr wahres Ich vor der Welt verbergen. Sie wird schädliches Medium wahrgenommen. Ihr Leben kann Gefahr sein. Anhänger der einen oder anderen Kirche werden eine Hexe gern töten, wenn es ihnen nützt, um an Dämonologie dient seiner Kirche. Junior Haskell ist ein Dämonologen, verbreitet diese Lehre. Lemmy saugt das Denken seines Vaters wie ein Honigtau auf. Und hält im Wunsch nach Kontrolle fest. Ich will weder Kontrolle noch kontrolliert werden. Ich will Stärke, um in einer feindlichen Welt zu überleben. Ich fordere meine Freiheit mit meiner Stärke. Races Notizen. Ein Dämon, der es bei Theorie belässt, wird in der Regel viel besser angesehen als denen der Ritual des Schutzkreises. Heute habe ich mit Tochter des Captain Grace gesprochen. Sie ist klug und hat den Riss an Magie. Ich habe ihr eins Bücher meines Vaters geliehen, obwohl ihr nicht sicher wütend machen würde, wenn er davon wüsste. Ich habe mich einen ganz langen mit Grace in das Studium der Magie vertieft. Ich bringe ganz Zeit mit ihr. Sowohl unsere unterschiedlichen Ansichten als auch der Gemeinsamkeit, die Magie bedeuten für mich Macht. Für sie Grace jedoch Freiheit. Das ist dumm. Magie macht nicht frei. Sie ist eine wichtige und mächtige Kunst, die nicht unterschätzt werden sollte. Sie kann sehr stark und sehr düster. Ich habe Grace seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen und sie jemand weiß, wo sie ist, sehr seltsam. Hoffentlich ist sie nicht tot. Nein, davon wüssten wir und ihr Vater würden trauern, das hoffe ich zumindest. Gunn wohl ein Fehler. Der Captain war abwesend und nutzte die Gelegenheit, um in sein Haus einzubrechen und Grace Zimmer zu betreten. All ihre Sachen waren fort. Ich fand ihr gut verstecktes Notizbuch und nahm es mit. Wenn sie zurückkommt, werde ich es ihr zurückgeben. Inzwischen werde ich es lesen, obwohl sie vermutlich nichts von den Studien meines Vaters verstanden hat. Okay, das ist eigentlich das. Levi sein Zimmer.
Alright, alright, alright. In der Nähe des Gemeindezentrums hat er also sein Haus gehabt. Ist hier noch irgendein Haus, das wir uns angucken können? Nee, hier sind wir hergekommen und waren da im Haus von der Abbott und der Anne Wings. Genau. Okay, da geht's jetzt hoch. Wie lang wahrscheinlich, ne? Aber in der braucht kein Haus? Bin schon interessiert. Deborah Comenius, dieses Gericht spricht euch des Teufelswerks schuldig. Im Namen der Gnade Gottes ergeht mein Urteil über die Hexe. Steinfolter. Gesteht und benennt eure Mitschuldigen. Oder sterbt für eure Sünden. Ich habe nichts zu gestehen. Wie konnten sie das zulassen? Keine Menschenseele ist für sie eingestanden. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Es ist eine Farce. Da. Hätten wir die zwei oder was? Hier ist mal. Eins. Gesteht, Hexe! Niemand wird für euch Fürsprache einlegen. Euer Zirkel hat euch verraten. Nennt uns ihre Namen und ihr werdet leben. Ich bin keine Hexe. Das wisst ihr. Ihr alle, kehrt mir nicht den Rücken. Ihr müsst mich freilassen. Ihr müsst. Spricht denn niemand für mich? Irgendjemand? Bitte helft mir. Helft mir! Ich spüre ihre Qual, ihre zunehmende Angst, ihre finstere Verzweiflung. Sie hat genug gelitten. So wie wir auch. Okay. So. Da. Mein Körper, mein Leib. Zur Schau gestellt wie eine Trophäe. Eher wie ein Köder. Schlau, wie du es doch liebst, mit der Zeit zu spielen. Ich spiele nicht. Deborah! Wir wissen, was mit dir geschehen ist. Wir wissen, was sie dir angetan haben. Was sie mir angetan haben? Was sie mir antun? Ich leide immer noch darunter. Wir sind nicht hier, um dir weh zu tun. Du hast meinen Körper. Und ich will ihn zurück, das ist alles. Hilf uns, denn wir können dir helfen. Nein, könnt ihr nicht. Deborah ist durch. Es gibt kein Entkommen. Immer noch schwach. Denkst du? Betreut. Jetzt reicht's, Deborah. Jetzt reicht's.
Mann, Deborah, muss das doch nicht enden hier. Wo ist er hin? Ich werde dich vernichten. Ich weiß, wo sie ist. Ah, Scheiße. Willst du alleine Spaß haben? Meine Güte. Boah, es ist gut. Machen wir jetzt mal so. Bing, bing, hä? Dafür müssen sie büßen. Nein, sie verdienen unseren Zorn nicht. Nicht diese beiden. Alle verdienen unseren Zorn. Sie haben uns den Atem abgeschnürt. Du weißt das. Du wolltest es so. Jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Wir haben dich vernommen. Die Wahrheit kam ans Licht. Nein! Komm zurück! Nähre dich am Leid, am Verrat. Am Hass! Ich kann nicht. Es schmerzt. Werde Zeugen meines Sohnes! Und es geht weiter. Oh mein Gott. Sie haben uns eingesperrt. Ja, aber wir doch nicht. Schon mal zu können, richtig. Mann, Deborah, jetzt bleib doch stehen. Sie suchen nach einem Monster. Du darfst ihnen keines geben. Sie haben uns verletzt. Und jetzt haben wir
Sie haben uns gequält und umgebracht! Gott, sie will nur gehen. Lass sie doch gehen. Meine Fresse. Sie suchen nach einem Monster. Du darfst ihnen keines geben. Und die Feder? Ah, jetzt kommt das Waldviech, genau. Deine Wut hat mich herbeigerufen. Ah, Kacke. Mal nachladen. So. Und her. Mach was. Sie haben dich zuerst betrogen. Schon wieder. Dieser scheiß Irwisch, ne? Der macht mich völlig irre. Als ob ich jetzt ein 1%. Du warst unschuldig. Jetzt gut. Der Schmerz kann jetzt sofort enden. Die Stunde der Rechenschaft ist da. Erspare mir dein Mitleid. Es kommt viel zu spät. Wer bist du? Ich bin die Vergeltung. Ein Wort. Eine Idee. Aber wer bist du? Ich bin ihre Wut. Jetzt nicht mehr. Ich bin ihr Albtraum! Warst du? Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen. Aber so einfach ist das nicht. Ich werde euch im Traum heimsuchen. Ist es endlich vorbei? Ja. Wenn ihr das wollt. Seid ihr sicher? Mein Tod lastet in eurer Hand. Der letzte Stein, der auf meinen geschundenen Körper gelegt wurde. Es tut mir so leid. Werdet ihr gehen? Seid ihr bereit? Ich habe so lang verweilt. Wohin soll ich nun gehen? Ich weiß es nicht.
An einen besseren Ort, denke ich. Einen stillen Ort. Still klingt gut. Deborah Comenius, Worte können euer Leid kaum wiedergeben. Und selbst wenn sie es könnten, würde ich schweigen. Euch ist genug Unrecht widerfahren. Eure Geschichte ist erzählt. Und dafür danken wir euch. Ihr wurdet gehört. Und dürft nun gehen. Ich bin bei dir. Ja, bist du. Zeit für das Ritual der einfachen Wiedergeburt. Zeit, dich nach Hause zu holen. Vom Fleische zum Worte. Vom Worte zum Herzen. Vom Fleische zum Worte. Vom Worte zum Herzen. Luft zu Feuer, Feuer zur Erde. Ich schwinde, es funktioniert. Luft zu Feuer, Feuer zur Erde. Vom Ende zum Beginn, untrennbar. Tod den Lebenden, das Leben gehört den Toten. Vom Ende zum Beginn, untrennbar. Tod den Lebenden. Das Leben gehört den Toten. Anthea? Anthea! Lügner. Was? Du hast es mir versprochen, Rory McGrath. Du hast mir versprochen, dass du mich zurückbringen würdest. Trete zurück, Verbanner! Das ist nicht Anthea! Wie? Bei unserem ersten Treffen habe ich dich genau beobachtet. Ich dachte mir da schon, dass du zu schwach sein würdest, wie recht ich doch hatte. Was zum Teufel? Wo ist Anthea? Du hast sie im Stich gelassen. Schon wieder. Deborah! Genug der Spiele. Lass sie gehen. Lass uns gehen. Schmackkindchen! Die Erwachsenen reden. Nein. Lass sie in Ruhe. Sie ist unschuldig. Unschuld ist nur ein anderer Name für unterdrückte Schuld. Sie ist noch nicht fertig mit uns. Noch lange nicht. Sucht mich auf. Sucht uns auf. Verräter, Einbrecher, Ratte! Du hast deine einzig wahre Liebe aufgegeben. Dafür sollst du belohnt werden. Auf dieselbe Weise. Für immer und ewig. Nein! Lass sie gehen! Bitte! Lass sie gehen! Ich flehe dich an, bitte nicht! Nimm mich!
dass sie geht. Feigheit, Wut, Verrat. Das sind nur einige der Dinge, aus denen unsere Tragödie gesponnen ist. Eifer, Ignoranz, Hybris. Die Liste menschlichen Versagens ist endlos und in diesem fruchtbaren Boden gedeihen all unsere Miseren. Obwohl Antea und Red viele Schlachten gegen diesen hinterhältigen und unerbittlichen Feind gewonnen haben, scheint der Krieg im Moment doch verloren. Denn ein Albtraum wird aus der niederträchtigsten Ungerechtigkeit geboren und kennt kein Erbarmen. Doch noch gibt es Hoffnung. Ein wackerer Krieger mag sich noch immer dem Albtraum, der einst Deborah Comenius war, stellen und den Fluch brechen. Er erwartet ihre Rückkehr im Gemeindezentrum in New Eden. Dass sie geht! Ah, ihr seid wach. Wer seid ihr? Hey, ich hab doch alles richtig gemacht. Verarsch mich nicht! Du verarscht mich. Ich habe doch alle Seelen ausgesaugt, extra für Antea, um sie zurückzuholen. Habe ich jetzt eben Antea gehen lassen? Du verarscht mich. Oh, ich krieg einen Anfall. Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Danke für das, auf jeden Fall, dass ihr bei diesem Projekt dabei wart. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Aktivität auf den Videos. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ich freue mich auf euch. Haut rein.